Toll. Ich habe mich richtig erinnert. Es heißt tatsächlich noch Minato. Diese enge Strecke befindet sich in Minato. Es gibt kaum Platz für Fehler. Und die Fahrer müssen viel arbeiten. Boah. Stadtkurse sind immer besonders knifflig. Und dieser dürfte, auch wenn ich mich recht erinnere, ein fiktiver sein. Jawohl, dann gehen wir mal in die Qualifikationsrunde. Und das ist auch das letzte Rennen, fällt mir gerade auf. Ha, dann ist die Saison ja rum. Und, haha, jetzt weiß ich gar nicht, wo die Bremspunkte liegen. Hm, das kann ja witzig werden. Naja, die sieht man wahrscheinlich, oder? Da haben sich doch bestimmt wieder Bremsspuren gebildet. Drehe mich gerade. Merkt man bestimmt. Guck mal, und kaum habe ich angefangen zu reden. Ist ja typisch. Aber was mich gerade selber wundert, ist, dass ich seit einigen Jahren die erste Runde wieder fahre und ich fahre nicht einmal gegen die Wand. Ha! Deine fahrerischen Fähigkeiten sind vielversprechend. Üb weiter und du landest garantiert an der Spitze. Boah, Mann, fühle ich mich jetzt talentiert. Muss überlegen, weil ich das Wort schon so lange nicht mehr in den Mund nehmen konnte. Aber natürlich sind wir Letzter. Man hat ja auch nichts anderes erwartet. Boah. Eine Runde ohne gegen die Wand zu fahren und das in einem Stadtkurs. Und mit einem Kontrollverlust mittendrin. Ist nur die Frage, wie kommt man an den vorbei, ne, auf dieser engen Strecke? Das ist ja immer die Kniffligkeit bei solchen Stadtkursen. Hoppala. Da ist auch der erste Kontakt mit etwas überhaupt auf dieser Strecke und das ist auch der erste mit der Strecke selbst. Es gibt immer ein erstes Mal. Und gleich dabei habe ich wieder aus Versehen in den Leerlauf geschaltet. Kennt man ja auch mittlerweile. Aua. So, und jetzt lernen wir auch kennen, warum ich diese Strecke früher immer so gehasst habe. Weil ich einfach zu blöd war, mich von der Wand fernzuhalten. Deswegen war ich vorhin auch so überrascht, als ich es geschafft habe. Und wenn ich mich recht erinnere, in dieser Herausforderungsserie gibt es eine Herausforderung mit einem Ausdauerrennen genau auf dieser Strecke. Boah, ich habe dieses Rennen so gehasst. So gehasst habe ich das. Ich muss es so oft neu fahren, weil ich immer gegen die Wand gefahren bin. Immer wieder. Und 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 immer wieder. Aua. Sorry, aber... ich bin halt so, ich kann nicht anders. Ich muss halt Wände rammen.
Aber wie wir wissen, haben wir ja die Meisterschaft sowieso schon sicher. Von daher kann auch nichts mehr schief gehen. Ah. Manno, das nervt. Ich beginne diese Strecke zu hassen, dabei würde ich sie gerne lieben. Es ist ja nur davon abhängig, ob ich sie kann oder nicht. Wenn ich sie nicht kann, hasse ich sie. Obwohl, das ist nicht immer so. Ich liebe sie, wenn zwei Leute solche Fehler machen und einer davon doof ist. So. Aua. Aber wir sind nicht mehr letzter. Wunderbar. Huch. Irgendwie hätte ich gerade so ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube, das war Interaktionsverlust. Oder sowas ähnliches. Keine Ahnung. Dieses Spiel gibt mir immer wieder Rätsel auf. Audi, vielleicht kriegen wir den ja auch noch. Man muss halt nur sauber fahren, ne? Und ich glaube, das tun wir sogar. Ist immer noch eine Aufnahme. Ich konnte also nicht recherchieren, ob das hier ein sauber ist oder nicht. Aber ein BMW ist es auf jeden Fall. Und BMW sauber, das ist ja fast wie ein Wort. Zumindest sagt sich das so einfach, weil man das halt oft im Zusammenhang hört. Autsch. Aber ich meine, das steht irgendwie auf dem Auto drauf, oder? Wenn ich mich recht erinnere, stand das da irgendwo. Ich meine, ich kann jetzt schlecht aus dem Auto gucken. Ich bin ja gerade am Fahren. Also ich gucke schon aus dem Auto, aber halt vorne raus, ne? Das hilft ganz schön beim Fahren. Also ein Tipp an alle, die Auto fahren. Autofahren geht am besten... Ja, dankeschön. Autofahren geht am besten, wenn man vorne rausguckt. Es sei denn, man fährt rückwärts. Dann ist es schwierig. Dann sollte man hingegen hinten rausschauen. Dann kann man ziemlich gut sehen, was passiert. Und wenn man sieht, was passiert, wo man hinfährt, dann kann man das gut abschätzen, was man machen muss. Um halt nicht irgendwelche Unfälle zu bauen. Also nur mal so als Tipp, ne? Immer schön dahin gucken, wo man auch hinfährt. Ich meine jetzt mal, bescheuert Modus aus, klingt ja wirklich wie ein bescheuerter Tipp, aber der Tipp wird immer wieder gegeben und er muss auch gegeben werden, denn es klingt zu bescheuert, aber es stimmt, dass Leute oft einen Fehler machen, dass sie nicht dahin gucken, wo sie hinfahren. Den Fehler habe ich auch gemacht. Also zumindest, wenn ich zum Beispiel an die Fahrschule zurückdenke. Wenn man noch nicht so, den Umgang mit dem Auto so richtig verinnerlicht hat, halt, wenn man halt noch nicht so richtig daran gewöhnt war ans Autofahren. Musste man sich ja wahnsinnig konzentrieren, zumindest ging das mir so, um halt die Spur zu halten. Und wenn man nicht genau dahin geguckt hat, wo man hin will, dann ist man da auch nicht hingefahren. Und deswegen, das muss man halt übrigens auch, diesen Tipp muss man auch bei Motorsportlern geben, die, also zumindest bei Anfängern, wenn die halt was erreichen, die und das meistens schon begriffen. Sonst erreicht man halt nicht so viel. Aber es ist halt ganz wichtig, dass man immer dahin guckt, wo man auch hin will. Das gilt übrigens nicht nur fürs Autofahren. Eigentlich gilt das sogar für alles. Das gilt auch fürs Tennis, das gilt auch fürs
Fußball spielen und was weiß ich nicht alles. Da, wo man hin will, muss man auch hingucken. Ja, das war meine Weisheit für heute. Schreibt sie euch hinter die Ohren. Hausaufgaben gibt's heute keine. So. Boah, und das Überrunden ist auch nicht einfach auf dieser Strecke. Aber wir kommen zumindest an den Bentley und den Audi ran. Haha, schön reingestochen. Herrlich. Unten eine Wand mitgenommen. Es ist halt Minato. Ich sag immer fast Minamoto, aber das ist auch irgendwas Japanisches, ne? Hoppala. Wo ich das Minamoto her habe, müsste ich nachdenken. War das nicht irgendwie so ein Daimyo oder Shogunat oder sowas, das so hieß? Ich kann mich auch jetzt blöd stellen. Also bloßstellen meine ich damit. Blöd bin ich ja schon. Naja, wie auch immer. Zumindest habe ich das Wort schon mal irgendwo gelesen. Na, Bentley, jetzt fahr doch mal oder lass mich vorbei oder beides. So. Bentley, ne, ist schon irgendwie... Nee, ich kann nicht sagen, dass Bentley doof ist. Ich mag Bentley. Zumindest den da. Ich freue mich auch schon wahnsinnig darauf, den zu fahren. Der kommt mir immer vor wie so eine Bowling... Billardkugel. Mit seiner Achter drauf. Und dem kreisrunden Schildchen, auf dem das steht. Der fährt gegen die Wand, dieser Depp. Der fährt gegen die Wand. Der ist ja blöd. Also wer gegen die Wand fährt, ne, der hat ja hier auf solchen Strecken nichts zu suchen. Echt unmöglich, gegen die Wand zu fahren. Nee. Aber ich würde jetzt gerne hier an dem vorbeikommen. Das wäre mir ganz lieb. Der hält sich jetzt bestimmt noch an dem doofen Auto da auf und wir schieben den wieder an, dass er vorbeikommt. Ha, aber wir schieben uns vor ihn. Ha, und der Doofe da hinten hat die Wand gerammt. Sintura, du willst doch nicht etwa mit einem bestimmten Wort betitelt werden. Lass mich einfach vorbei. Dankeschön. So. Sorry, aber wenn ich Leute beleidigen will, doof ist das Schlimmste, was ich über die Lippen kriege. Zu allem anderen fehlt mir die Kreativität. So, und das ist die letzte Runde. Die letzte Runde im BMW. Und in der Saison. Und in Minato für diese Saison. Und wir lassen den Bentley jetzt nicht auch noch vorbei. Nein. Dankeschön. So, noch ein Sieg zum Saisonabschluss. Und halt, das war auch eben das erste Rennen in Minato City. Und dann verewigen wir uns hier in dieser besten Liste und drücken natürlich wieder auf Delete und machen das L weg. Das war Absicht. Ich nenne mich lieber Mette. Mette ist doof. So. Ja, also. Erster. Und ja. Auch Bestzeit. Und erster in der Meisterschaft. Mit einem schicken Vorsprung. Und ja, das war das. Hussein ist nun ihr Rivale, aber ich nehme an, dass dies die Art von Konkurrenz ist, die sie genießen. 2002,
konnte man wahrscheinlich Leute noch Hussein nennen, ohne dass die Leute an was anderes gedacht haben, als eigentlich gemeint war. So. Sie sind eine sensationelle Saison gefahren und sind jetzt der Champion. Sie sind eins. Weiter. Das Rockingham Champ Car. Ich werd nicht mehr. Oh, mit dem können wir noch ganz was Schönes anstellen. Aber noch nicht. Irgendwann. Ich hätte beinahe das Wort versprochen gesagt. Und Minato City haben wir freigeschaltet. Jo, und das war die Saison. Wir speichern ab. Und... ja, wir speichern hier drüber. Und schauen mal an, was wir für Vertragsangebote kriegen. Hier hätten wir Audi. Verlockend. Hier hätten wir Bentley. Ebenfalls verlockend. Dome Racing. Wenn ich mir die Schriftzeichen angucke, die sehen ziemlich chinesisch aus. Also könnte auch ein chinesisches Auto sein. Hm? Was auch immer. Dann hätten wir Doof Motorsports. Auch Panos genannt. Jo. Und ja, die alten Bekannten, ne, die kennen wir ja schon. BMW M3 und McLaren F1. Ja. So, und das Ding ist, haha, ich weiß gar nicht, welches wir als nächstes fahren. Denn ich habe ja schon mal gesagt, die Reihenfolge, die ich mir festgelegt habe, hängt von der Reihenfolge in dieser Herausforderungsserie ab. Und ich weiß gar nicht, was nach dem BMW kommt. Ich muss erst nachschauen. Ha, es ist auf jeden Fall entweder der Dome oder der Doof. Also irgendwas mit D. Naja. Okay, mal Spaß beiseite. Dome oder Panos. Einer von den beiden wird es als nächstes sein. Und ja, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen und ja, hoffe, dass wir uns dann in einem dieser beiden Autos oder vielleicht sogar in beiden wiedersehen. Und ich bedanke mich und sage, hoppala, ich wollte das so schön umflackern lassen hier, so flacker, 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 flacker. Nein, das war schon wieder das Falsche, die beiden hier. Ich mach Blödsinn, ne? Haha, haha. So, und ja, dann... bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen, dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.